Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bau raus? Ich muss da einen Grupper reparieren. Die Schrauben der Scharhalterung sind gebrochen. Musste da neue holen bei Firma Althaus in Ersingen und jetzt wieder montieren. Und zweiter Grupper, der Böttinger. Oh, der Böttinger Grupper. Muss ich da auch noch einen neuen Schar montieren. Ist auch durchgelaufen. Die werden beide ziemlich fleißig gebraucht von den Maschinenringmitgliedern. Darum Service machen, damit sie da wieder laufen. Jawohl. Und Althaus AG Ersingen heißt nicht mehr Althaus AG, sondern Robert von Robert Abbey übernommen worden. Für uns mit Böttinger. Ja, die Ersatzteile werden da dann von Zürich aus vertrieben. Und das heißt für mich, ich kann nicht mehr in Ersingen direkt Ersatzteile holen für unseren Böttinger Grupper, sondern die müssen bestellt werden in Zürich. Das heißt, ich muss da im Voraus denken oder Ersatzteile am Lager haben. Bis jetzt waren wir da sehr verwöhnt, weil ich nur 1 Kilometer fahren musste, um bei der Althaus AG alle Ersatzteile für die Maschinen zu bekommen. Jawohl, so ändert sich die Sache. Ja, wenn man da so Service macht, eine Maschine, bemerkt man da plötzlich Sachen. Hier, Halterung ist lose. Muttern müssen nachgezogen werden. Bevor ich da wieder fahre, muss ich da sofort anziehen, sonst verliere ich auf dem Feld die Maschine. Ja. 15 Sekunden das Musikstück verraten. Und ich möchte das mal mit. Ein 30er. Hier ist ein 30er Schluss. Das kennt man sofort nach 10 Sekunden. Gib mir mal. So, mit Hilfe des Schlagschraubers angezogen. Er kommt natürlich in die genau gleiche Situation. Er muss sicherstellen, dass er. Beim Böttinger Grupper auch noch ein Schar gewechselt. Jetzt sind wieder beide Maschinen einsatzbereit. Ja. Und da habe ich dann noch schnell die Maschine durchgeschmiert. War auch nötig. Wird dann auch immer im Buch eingetragen, wenn Service gemacht wird. Zeige euch das mal. So läuft das. Jeder trägt da seine Fläche ein und Ende Jahr kriegt er eine Rechnung vom Maschinenring. Ja, und da wartet da noch Facelia zur Aussaat. Habe heute vor, noch Gründüngung Facelia zu sehen. Facelia kommt aus Deutschland. 30 Kilo warten da auf die Aussaat. Circa 3 Hektar will ich da noch Gründüngung pflanzen.